Trophy Dolly Wadenforelle. Yes, abgehakt den Brocken hier an der Stelle. Also raus mit der Rute und weiter probieren auf die Dolly. Gerade abgehakt, Trophy Nummer 71. Richtig, richtig gut. Zack, da geht der nächste Brocken rein. 71 unterschiedliche Trophäen mittlerweile gefangen. Bin ich doch schon sehr zufrieden mit. Und es kann weitergehen. Also Ziel für nächstes Jahr, die 80 verschiedenen Trophäen abzuhaken. Da kann man sich doch mal ein bisschen ransetzen und verschiedenste noch fehlende Trophäen in Angriff nehmen. Apropos, was fehlt dir noch so an Trophies? Wir werden im nächsten Livestream, also am Mittwoch, da werden wir dann mal reinschauen in die verschiedenen Accounts. Wie sehen denn die Accounts aus? Und dann gucken wir uns im Livestream mal die Nemesis an und so Sachen. Welche Fische fängt man partout nicht und so weiter. Einfach mal gucken, wie sich so die verschiedenen Angler machen. Ich glaube, es gibt viele Fische, die, viele Fische, die bei vielen Anglern auch einfach noch fehlen. Also auch immer wieder Überschneidungen bei den Fischen, die fehlen. Passiert halt auch regelmäßig, ja, und das ist jetzt dann nicht nur sowas wie der Don Kaulbarsch oder irgendwelche neuen Augen, sondern auch irgendwelche Standardfische. Bei mir war es lange Zeit ja jetzt der Seesaibling, den konnte ich ja endlich abschließen und ja, damit bin ich ja jetzt erstmal schon zufrieden, jetzt sogar der 71., die 71. Trophy und jetzt, bäm. Geht's weiter hier am Yama. Hier habe ich noch vieles offen. Hier kann noch einiges reingehen. Das heißt, eine sehr hohe Chance, dass ich hier die nächsten Trophäen kriege. Und was dazu kommt, ja, auch mit dem nächsten Gewässer wird es nochmal interessant. Auch sehr schön. Mit dem nächsten Gewässer wird es natürlich dann auch nochmal interessant. Wenn wir dann ins Salzwasser angeln gehen, haben wir da natürlich auch nochmal richtig viele Chancen, neue Fische als Trophäe abzuhaken. Deswegen mache ich mir da gar nicht so die großen Sorgen. 80 Trophies sind durchaus drin. Also 10 weitere, beziehungsweise nur noch 9 weitere. Gar kein Problem für nächstes Jahr. Muss dort drinne sein. Ja, wo bin ich hier? Am Yama. Ich stehe hier schön auf entspannt in der Nähe vom Camp. Ich bin ja lauffaul, von daher gar nicht weit latschen. Normalerweise stehe ich immer hier in der Ecke und werfe hier so ein bisschen ab. Und jetzt bin ich mal ein bisschen weiter runtergegangen, hier so zwischen die Steine, in diesem Bereich. Und hier war dann auch gerade die Trophy. Da ist der Brocken Dolly Wadenforelle. Richtig, richtig cool. Ganz wilder Fisch, Alter. Sehr, sehr, sehr geil. Bin ich super happy mit. Endlich. Hätte ich fast gar nicht mit gerechnet, dass das Ding reingeht. Hat sich anfangs angefühlt so ein bisschen wie ein Königslachs. Also ist richtig hart reingegangen. Auf Setup gehe ich gleich nochmal ein. Und dann aber zwischendurch immer wieder so Phasen. Das macht der Königslachs halt nicht. Immer wieder so Phasen, dass das Ding einfach so ein bisschen stehen geblieben ist und ein bisschen hin und her und war so ein bisschen unschlüssig. Und dann habe ich auch gedacht, nee, Alter, das ist noch nicht mal ein 10-Kilo-König. Das muss was anderes Mächtiges sein. Entweder ein olles Keterchen, die olle Kete, oder die Dolly war's. Richtig, richtig gut, ey. Ja, vom Setup her, wie gesagt, gucken wir gleich nochmal eben rein. Ich ziehe oder kurbel mal eben schnell ein. Das ist jetzt gerade alles hier weggetrieben. Lübt. Lübt. Also, ich bin schon ganz zufrieden. Ich werfe jetzt hier so in diesem Bereich, also von diesem Busch da vorne bis hier runter in Richtung von diesem Büschen da in dem Bereich und dann einfach jiggen. Ne? 50, also ich habe zwischendurch mal 50 und also ohne Shift gemacht, also langsames, schnelles Einkurbeln, also normal 50, dass man dann so ein bisschen durchjiggt. Auch mal ruhig ein bisschen längere Pausen, also ruhig. Es muss gar nicht so ganz straight sein. Ruhig einfach mal ein bisschen ziehen lassen. Dann mal wieder ein bisschen kurbeln. Und wieder einfach ein bisschen ziehen lassen. Oder dann eben auch zwischendurch mit Shift gedrückt. Zack, zack, zack. 1, 2, 3 mal gekurbelt.
das Ganze nochmal und so weiter und so weiter. Einfach halt so ein bisschen locker durchziehen, vielleicht auch einfach mal durchleiern, auch das kann man natürlich machen. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass man da ja auch mit den Geschwindigkeiten sehr doll spielt. Also beim einfachen Durchleiern von Blinkern hier, da kann es mal richtig gut funktionieren, wenn man mit Tempo 12 bis 15 unterwegs ist. Manchmal klappt es eher um die 30 herum und manchmal auch wirklich mit schnellem Durchleiern bei den großen Ködern. Also da muss man wirklich viel rumspielen, mehrere Würfe auch machen und gucken, ob das da dann auch richtig gut funzt. So, jetzt gucken wir gerade nochmal eben rein. Das ist das Set. Und wer genau hinschaut, denkt sich, Alden, kommt mir doch bekannt vor. Ja, Yama Setup. Nee, Belaya Setup. Das Belaya Setup umgerüstet auf Yama Setup. Also super leichtes, geiles Wurfgewicht für super leichte, geile Köder. Mit einer super teuren, aber trotzdem mega geilen Rolle. Das ist gerade die Kombination 2000er Rolle hier drauf. Warum das Teil ist gerade das stärkste, was ich habe im 3000er bzw. 2000er Bereich. Mit 10 Kilo Bremskraft. Ich müsste mir sonst was anderes kaufen. Habe ich gerade irgendwie keinen Bock drauf. Ich habe gerade erst 20.000 Silber ausgegeben fürs Reparieren von sämtlichen Routen und Rollen und weiß der Geier was. Ich stand da gestern Abend noch, habe überlegt, Alden, kaufst du dir jetzt noch mehr von den Overlords? Einfach mal schön drei Overlords in der Hand haben und dann damit einfach komplett auf Karpfen gehen. Und dann habe ich gedacht, nee, Blödsinn, ich habe ja das vielleicht etwas schlechtere Pendant fürs Karpfenangeln, die Tagara habe ich auch noch rumliegen. Verwende ich auch gerade gar nicht mehr so viel, weil ich ja die Vengas habe. Also einfach zu viel Routen und Rollen rumliegen, was eine Problematik, was ein Theater. Heißt also, ich kann jetzt schön sagen, okay, fürs Karpfenangeln nehme ich diese Rollen, fürs Schleppen zum Beispiel am Archipel oder sowas kommen dann die großen Brocken, die großen Vengas drauf. Und dann brauche ich halt nicht noch mehr Rollen. Ich habe ja auch hier, wie gesagt, noch die HSV habe ich auch noch rumliegen. Die nehme ich meistens für die Fiederrouten. Die Alphas nehme ich für die Winkelpicker. Also ich bin eigentlich momentan mega gut ausgerüstet, brauche nicht noch mehr. Und ich glaube, ich kaufe mir nicht noch mehr Overlords. Wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Brauchen wir nicht. Guck mal, da kommt es daran hier. Die Dolly, 1,7, schöner Brocken, gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Also, einfach locker auswerfen, bisschen treiben lassen und dann so ein bisschen hier durchjiggen. So. Zap, zarab. Und dann lüppt das Ganze auch irgendwann. Ja, so und so ähnlich ziehe ich hier durch. Setup haben wir, glaube ich, gesehen, ne? Relativ fein und klein. 9 Kilo Vorfach nur. Schnur müsste ich mir auch irgendwann mal neu holen. Hoppala, da zuppelt's. Die ist schon mächtig durch. Oder was Passendes. Ich weiß aber noch nicht, ob ich mir was Passendes hole. Das Set ist jetzt ein bisschen zusammengewürfelt. Das ist ja eigentlich, wie gesagt, meine Rolle für das 2000er Setup sozusagen. Das heißt, man kann natürlich auch hier mit der Route vom Weihnachtsmarkt sich hier hinstellen oder mit was anderem adäquaten. 12 Gramm sind die Köder hier schwer. Ich habe gerade, da sind die Haken drauf, 1er Haken nur drauf, ne? Also, das sind somit meine Lieblingsköder hier am Yama. Die teste ich auf jeden Fall immer an. 12 Gramm kann man übrigens auch in der Suche einfach nur, wenn man gleich den Köder wechseln möchte, einfach nur 12 eintippen, zack, dann kommen die sofort. Genauso wie die Slim Shots, einfach nur 15 eintippen, dann sind die sofort da. Beziehungsweise dann bei den Spikern, die ich auch immer gerne durchziehe, Hashtag 4 für die 12 Gramm Spiker, beziehungsweise wenn man hier klein unterwegs ist, Hashtag 1 und dann findet man das schnell. Da kann man die Suche auch sinnvoll nutzen und muss dann immer Spiker schreiben oder. Da geht das viel schneller mit der Suche. Ja, also ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Die Dolly Trophy gerade verkauft war irgendwie bei 233 Silber. War ganz nett.
Und ja, ich teste jetzt, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen die anderen Farben. Ach ja, blau. Blau und schwarz übrigens, genau. Schwarze Spinner sind gerade ganz gut, offenbar am Yama. Und blau hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Also, schwarz, blau. Ja, Trophy war jetzt gerade auf rot. Aber ich denke, so in dem Bereich sollte man, glaube ich, momentan die meisten Köder mal testen. Andere Farben habe ich gerade nicht so viel Erfolg mit. Von daher ran hier an den Spot. Kann man sich, glaube ich, mal ganz gut hinstellen. Vor allem ist es nicht so weit. Und wenn man hier dann irgendwann mal ausloggt und sich denkt, so, jetzt mache ich mal was anderes. Und dann lockt man hier wieder ein. Kann man auch sofort, wenn gerade die richtige Uhrzeit ist, zack, schnell an den Spot gehen und die Brocken rausziehen. Petri Lümmels, gönnt euch eine Trophy Dolly Waden. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Oder, ja, im nächsten Video. Bis dahin, Petri.